Jo, Freunde, ich habe heute eine wirklich sehr gute Nachricht bekommen, die mich extrem gefreut hat. Ich habe heute mit meinem behandelnden Chirurgen gesprochen, welcher mir heute etwas gesagt hat, was ich für unmöglich hielt, dass ich das nochmal erleben darf. Und zwar, heute ist der 11.6., morgen ist der 12.6. und am 13.6., am Donnerstag, werde ich operiert. Und morgen, den 12.6., habe ich einen Termin bei meiner Kieferorthopäde. Und mein Chirurg hat gesagt, er muss diesen Bogen hier, wie man unschwer erkennen kann, in meinem Oberkiefer, der aktuell noch die Gaumennaht so hält, dass der Oberkiefer in der Position bleibt, hat er gesagt, ist jetzt ausreichend verheilt. Und dieser Bogen, der meine Zunge beim Sprechen extrem behindert, nochmal hier, dieser Bogen in meinem Kiefer drinnen, also in meinem Mund drin, kommt morgen nochmal raus und ich werde morgen seit ein Dreivierteljahr ungefähr zum ersten Mal meine Zunge oben in meinen Gaumen bewegen können, also wirklich Platz in meinem Mund haben. Das wird so genial sein und ich würde sagen, ich will gar nicht so viel reden, Freunde. Ich gehe jetzt noch ein paar Sachen machen, denn ich muss noch ein paar Stunden schlafen dafür. Und morgen früh um 10.50 Uhr ungefähr oder 10.45 Uhr habe ich meinen Termin bei meiner Kieferorthopädin und dieses schöne Ding hier, was ich mir extra ausdrucken haben lassen habe, genau, dieses schöne Ding hier kommt morgen raus. Und dann bin ich ein noch glücklicherer Mensch als so auch schon. Also Freunde, bis morgen. Ich freue mich. Jo Freunde, ich habe gestern tatsächlich nicht gelogen. Heute hat mir meine Kieferorthopädin dieses wunderschöne Ding, was ich hier gestern gezeigt habe, diese wunderschöne Gaumenbogen, nennt man den, glaube ich, im Fachjargon. Der wurde mir gestern heute entfernt, vor wenigen Stunden. Hier von der Seitenansicht kann man auch mal sehen, wie der in der Seite quasi in meinem Kiefer verankert ist. Und hier kann man auch sehen, wie mein aktueller Biss ist. Hier könnt ihr sehen, dass das Ganze eben ein, ja, nahezu Kreuzbiss, fast schon Unterbiss ist, den ich aktuell noch habe. Und der wird jetzt eben morgen am 13.06. behoben. Innerhalb der nächsten 20 Stunden werde ich zum ersten Mal richtig aussehen, so wie ich auszusehen habe, weil meine Kiefer, meine Knochen, meine ganzen Zähne in die Position gebracht werden, in der sie eigentlich hätten sein müssen von Natur aus. Und darauf freue ich mich ungemein. Also alle, die mir jetzt auf Instagram in den letzten Tagen Glückwünsche geschrieben haben, ich bedanke mich bei euch allen hier nochmal im Video. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin nicht wirklich aufgeregt. Ich habe gerade einfach nur extrem viel Stress. Ich renne von A nach B, nach C, nach D, nach E, nach A. Also aktuell bin ich wirklich sehr, sehr im Stress. Ja, mache einiges. Hoffe, dass ihr euch die OP-Videos anschauen werdet. Die werden sehr lustig werden. Ihr könnt euch mal gespannt sein, wie ich innerhalb von heute, einen Tag vor der OP, aussehe und wie ich morgen aussehe. Das wird ein absoluter Life-Changer sein. Also, weil ich eben komplett aufgeschwollen sein werde wegen den ganzen Betäubungsmitteln, die mir eben injiziert werden morgen. Und ich habe ja fast schon ein bisschen Vorfreude, in den OP-Saal geschoben zu werden, einen Zugang gelegt zu bekommen und dann betäubt zu werden, um dann endlich diesen Kiefer, der mich mein Leben lang belastet, endlich operiert zu bekommen. Und jetzt habe ich schon diesen Gaumenbogen raus, der mich eben wirklich extrem viel Nerven gekostet hat, meine Zunge extrem stark belastet hat, der schon mal raus. Die Kieferorthopädin hat zwar gesagt, dass der eventuell nochmal eingesetzt wird, wenn die OP durch ist. Aber ich glaube nicht. Wenn, dann mache ich ein Video drüber. Ansonsten bin ich diesen Gaumenbogen eventuell zumindest hoffentlich schon mal los und darf morgen in den OP-Saal gehen. Ich wünsche euch allen, Freunde, ganz viel Spaß in eurem Leben. Habt einen schönen Sommer, es ist extrem warm in Berlin aktuell. Ich glaube, in Restdeutschland auch extrem heiß. Genießt die Tage, Freunde. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Euer Samuel Lift ist out of lifting und morgen im OP. Peace.